Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier beim Ortskanal Obergurig. Heute sehen Sie einen Film über das Sommerfest hier an der alten Wassermühle. Einen Beitrag über das Trackertreffen in Sinkwitz zeigen wir Ihnen auch. Jetzt aber erst einmal die Nachrichten. Sommerfest. Das Sommerfest an der alten Wassermühle am Samstag, den 27. Juni, zog zahlreiche Besucher an. Mit einem Auftritt des Männergesangsvereins Obergurig wurde es eröffnet. Der Chor der Grundschule Obergurig führte ein kleines Programm vor. Viel zu bestaunen gab es auch. So konnten ein Korbflechter, ein Schmied und eine Malerin bewundert werden. Die Obergurger Waschfrauen führten vor, wie damals Wäsche gewaschen wurde. Für die kleinen Besucher standen Pferde für einen Ausritt bereit. Auch ohne Angelschein konnte geangelt werden. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. Hunderte Tracks in Sinkwitz. Mittlerweile zum siebten Mal waren vom 26. bis 28. Juni rund 250 Trucks, unter anderem auch aus Holland, Österreich, Italien und der Schweiz in Sinkwitz zu bestaunen. Grund war neben dem internationalen Trucker- und Country-Festival die deutsche Meisterschaft um den schönsten Truck. Auf dem Programm stand außerdem unter anderem Line Dance mit der Tanzgruppe Exit East aus Bautzen. Indianische Tänze, Live-Musik mit Big Daddy aus Herzogenaurach und weiteren Bands am Abend. Unfallereignis. Passanten meldeten dem Hauseigentümer am 28. Juni gegen 2.45 Uhr, dass in seinem Gartengrundstück wahrscheinlich ein Unfall passiert ist. Durch die Dunkelheit war das Gesamtausmaß noch nicht erkennbar. Die Verursacher entfernten sich im Schutze der Dunkelheit von der Unfallstelle, während der Besitzer die Polizei verständigte. Erst nach Ausleuchten der Unfallstelle wurde das gesamte Ausmaß erkennbar. Im ungebremsten Zustand war der Pkw-Fahrer mit seinem Beifahrer durch die Grundstücksumzäumung über mehrere Koniferen gegen das kulturhistorische Denkmal geprallt. In der Folge stürzte die Granitsäule in den Garten und zerbrach. Der Granitblock, ca. 1 Kubikmeter, mit einem Gewicht von 2 Tonnen, wurde aus der Verankerung gerissen. In den Morgenstunden meldete sich der Verursacher am Unfallort. Der Beifahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Gemeinderatssitzung. Die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause fand am 29. Juni statt. Dazu trafen sich die Gemeinderäte am Mönchswalder Berg, um gemeinsam zur Mönchswalder Bergbaude zu wandern. Dort wurde die Gemeinderatssitzung dann eröffnet. Zuerst bedankte sich Herr Mach im Namen des Heimatvereins für die Hilfe und Unterstützung der Gemeinde und des Bauhofs beim Bau der Plumpe an der alten Wassermühle. Danach wurde über das Sommerfest gesprochen, welches sehr viele Besucher anzog und damit einen sehr großen Erfolg darstellt. Die Gemeinderäte beschlossen in dieser Sitzung, die Heizung und Sanitärinstallation des zweiten Bauabschnittes in der Grundschule Obergurig an die Firma Plagens Heizung Sanitär aus Obergurig zu vergeben. Für die Planungsleistung des Kindergartenneubaus wurde beschlossen, diese vom Ingenieurbüro Bauplanung Bautzen ausführen zu lassen. Die Straße nach Blumenthal soll Straßenbeleuchtung erhalten. Diese soll von der Firma Elektroinstallation Jansch aus Obergurig ausgeführt werden. Schwere Unwetter. Mit kräftigen Gewittern und sintflutartigen Regenfällen startete der neue Monat. Am Abend des 1. Juli kam es zu Platzregen und Hagelschauer, sodass etliche Keller volliefen und die Feuerwehren im Dauereinsatz waren. Auf der Sinkwitzer Industriestraße drohte ein Wohnhaus von Wassermassen überflutet zu werden. Hier bauten Kameraden der Sinkwitzer Feuerwehr eine Sandsackbarriere auf. Seinen Schwerpunkt hatte das Unwetter aber im Nachbarort Doberschau. Hier schlugen binnen weniger Minuten über 30 Blitze ein. Allein hier wurden 4 Feuerwehreinsätze gemeldet.